So, ich habe jetzt nochmal nachguckt. L2 muss man drücken, um das Boot anzuschieben. Also nicht, wenn wir drinnen sitzen. Ne, den Fisch können wir... mal löschen. Weil es eh gleich... Wir müssen auf jeden Fall... einen Bratspieß oder irgendwie sowas finden. Wasserdestillationsanlage bräuchten wir eigentlich auch. Primitiver Ofen brauchen wir, Räucherstelle. Wir brauchen so fucking viel. Und deswegen, wir müssten eigentlich haken. Vogelfalle. Stein, so weit. Oh, da brauche ich wieder ganz viel von dem Zeug für. So. Muss jetzt erstmal reichen. Mehr oder weniger. Wir müssen da auf jeden Fall unser Bötchen da wegholen. Ah, okay, wir können das so an sich mitnehmen. Okay, wo ist das Paddel? Oh, ist das jetzt euer Ernst? Ich will nur auf die andere Seite der Insel. Ich will keine Weltumrundung machen. Auch wenn das manche Haie wahrscheinlich anders sehen. Weil sonst geht mir echt bald das Essen aus. Und dann haben wir hier ein Riesenproblem, weil dann werde ich verhungern. Aber erstmal will ich nur auf die andere Seite der Insel. Da, wo mein Feuer ist. Und dann gucken wir mal weiter, wo wir hin. Flatulenzen. Also mir ging, ich würde ja da drüben hin, ganz gerne hin. Und Kommando zurück. Ah, immer dasselbe hier. Es ist zu seicht, es ist zu seicht. Ich seichte dich gleich. Nein, 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 nicht da schon wieder hin. So, immer noch zu seicht. Alter. Wo ist das zu seicht? So, besser. Regt mich ja mit dich auf.
Wehe, das ist hier jetzt immer noch zu seicht. Was habe ich jetzt denn gemacht? Nein, ich will nicht. Ich will nur den Anker setzen. So. Wo ist meine Insel? Was ist das denn? Achso, das ist der Seeanker. Achso, dann habe ich nichts gesagt. Ah! Hilfe, ich ersaufe unter meinem Boot. Nein, ich will... wo kann ich das Paddel wieder einhängen? Dieses Spiel. Das macht mich wahnsinnig. Da sind hier gleich auch wieder Haie, die mich auffressen wollen. Weil ich würde schon ganz gerne echt auf eine andere Insel. Einfach, nur weil. Das Problem wird sein, ich werde es wahrscheinlich nicht überleben. Und ich kann leider nichts. Oh, ich muss mal gerade aufs Klo. Moment. So. Wir machen jetzt Folgendes. Da wir Kohldampf haben, werden wir jetzt... Moment, wie viel hat... Haltbarkeit, das passt sich alles. Wie viel hat mein Speer? Okay, 98, okay, das passt. Wir werden diese Insel jetzt verlassen. Was ist das denn? Achso, das ist eine Leere, oder? Ja. Wir werden diese Insel jetzt verlassen. Ich weiß noch nicht, zu welcher wir jetzt gleich hinpaddeln werden. Was ist das denn für ein Pottwal? Riesenzackenbarsch. Ich sollte nicht so weit wegtauchen. Okay, ich glaube, es zieht sich ein Sturm zusammen. Habe ich so das... Ja! Hier braut sich ein Stürmchen zusammen. Ja gut, da ist ja unsere... So, wo fahren wir jetzt am besten hin? Die scheinen alle gleich weit weg zu sein. Ich würde aber eher tendieren, dass wir dahin gehen. Oder da. Oh, wir müssen den jedes Mal neu einsetzen. Okay. So, jetzt rüsten wir erstmal unser Paddel aus. Und jetzt... Scheiß auf Haie, scheiß auf alles, wie ich will jetzt zu dieser Insel. Oh, hoffentlich habe ich mir das gut überlegt. Weil wenn sich hier jetzt ein richtiger Sturm zusammenbraut... Ja, natürlich. Ja, ich hab's doch gewusst. Ich muss natürlich auf dieser hohen See muss der Ankerteils natürlich mit seinem kleinen Paddelbötchen mitten in den Sturm. Gut, ich hoffe, dass es in der Zeit keine Haie gibt und hier gleich eine riesige Tsunami-Welle auftaucht. Ja, die hat uns schon ganz gut jetzt mitgenommen. Ich hoffe, dass die Haie mich jetzt wenigstens in Ruhe lassen. Ich will einfach nur in Ruhe zu einer anderen Insel mal hin. Oh, kannst du nicht ein bisschen schneller paddeln? Haben gleich eben ein Problem, weil wir gleich wahrscheinlich verhungern.
verhungern. Oh, gleich so ein Krake auftaucht. Es gibt einen Kraken hier im Spiel. Vor allem, das ist genau die Insel. Ui. Ich hoffe ja, dass wir die Wellen dann so kriegen, dass wir praktisch so ein bisschen Schwung mitnehmen. Dass wir da schneller hinkommen, wisst ihr? Ja, ich denke mal, ihr wisst, worauf ich hinaus will. Und wir peitschen die Wellen. Hui! Wenn ich ein bisschen auf Grund laufe, ist auch nicht schlimm. Ich weiß ja jetzt, wie ich es wegkriege. Oha, da hinten war aber eine fucking große Welle. Ich hoffe, dass mein Boot dann gleich noch da ist. Ansonsten ziehe ich das einfach hier an Land. Ich ziehe es einfach an Land. Ich glaube, das ist mit das Schlauste eigentlich, was ich machen kann. Was haben wir denn da? Das ist ein Schweinchen! Ach stimmt, ich habe ja auch die Tiere als passiv eingestellt. Das heißt, die Haie lassen mich auch jetzt mal in Ruhe. Ausnahmsweise. Oh, Moment, bevor ich es vergesse. So. Wir haben doch in unserem Notfall-Überlebens-Dings... dass ich wenigstens etwas zum Futtern habe. Wenigstens ein bisschen was. Komm her, mein kleines Schweinchen. Du bist aber ein ganz schön großes Schweinchen. Komm her, du Wildsau! Schwein säuft gleich einfach ab. So, das wird jetzt ein bisschen ekelhaft, aber das ist mir egal. Was, wir können das noch ein paar Mal mehr häuten? Geile Sache. Oder ist das ein Bug? Habe ich jetzt so ein endlos Ding zum Häuten gefunden? Okay, das war Fleisch. Nochmal Fleisch. Das war's. Wir haben es ausgenommen. Okay, wir müssen aber auf jeden Fall uns ein Lagerfeuer machen. Jetzt habe ich keinen Reisig dabei. Ah! Egal. Kriegen wir schon irgendwie hin. Ja, einen Unterschlupf sollten wir uns auch, wenn möglich, bauen. Hier haben wir schon mal einen Ast. Das ist gut. Dann brauche ich hier keine Bäume fällen. Will mich aber jetzt erstmal umgucken. Ja, allzu groß ist die Insel jetzt auch nicht. Mit so einem großen Monolithen hier in der Mitte. Haben wir einen Container. Kleiner Kiefernbaum. Stock, Stock. Stick, 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 Stick. Noch ein Stick. Komm, den Kiefernbaum, den hauen wir jetzt auch kaputt. Mist.
So, daraus können wir uns auf jeden Fall ein Lagerfeuer machen. Ich möchte aber ganz gerne mir eine Feuerstelle machen.